Die Möglichkeiten, draußen zu reiten, sind immer eingeschränkter. Das heißt, mehr und mehr Reiter tummeln sich in der Reithalle. Gerade wenn schwächere Reiter oder junge Pferde in der Halle sind, ist es sinnvoll, einen Reiter zu bestimmen. Am meisten ist das der erfahrenste Reiter, der gerade in der Halle ist, der Handwechsel ansagt. Der also sagt, heute oder jetzt reiten alle auf der linken Hand und etwa alle 5 Minuten wird wieder das Kommando gegeben zum Handwechsel. An solchen Tagen empfehle ich außerdem, keine Hufschlagfiguren zu reiten, die oftmals andere Linien kreuzen. Außerdem würde ich das Reiten von Volten dann auf die Zirkelpunkte beschränken. Nicht bei E oder B, sondern an den Zirkelpunkten oder Mitte der kurzen Seite oder in den Ecken. Aber eben nicht bei E oder B. Außerdem mit dem Mittelgalopp bzw. starken Galopp an der langen Seite etwas vorsichtig sein. Manche Pferde reagieren schreckhaft, wenn ein Pferd wirklich laut und energisch von hinten herangaloppiert kommt. Wenn man gerne an diesem Tag Schenkelweichen oder Seitengänge üben möchte, dann sollte man das eben auch nicht unbedingt durch die Bahn oder von der Mittellinie aus machen, sondern an den langen Seiten. Da kann man genauso gut Schenkelweichen reiten, auch mal dann einfach mit etwas weniger starker Abstellung. Beim Reiten von ganzen Paraden ist es wichtig, dass ihr vorher schaut, ob jemand hinter euch ist. Auf jeden Fall neben dem Hufschlag das Reiten, also auf dem zweiten oder dritten Hufschlag. Oder es wäre auch eine Variante, links um oder rechts um und dann auf der Mittellinie die ganze Parade zu reiten. Nehmt eine volle Reithalle einfach als Anlass zu üben, dass ihr eure Augen durch die Halle schweifen lasst. Während ihr, wenn ihr auf einem Turnier eine Prüfung reitet, müsst ihr auch zum nächsten Punkt gucken, zu dem ihr reitet. Genauso könnt ihr jetzt eben üben, zu schauen, wo ist ein Freiraum, wo kann ich jetzt hinreiten, wie kann ich mich orientieren. Dieses Orientieren ist trainierbar und es hilft auch sogar, eure Koordination zu verbessern.